Ich kann es gar nicht fassen. Mein Glück ist unendlich. Heute vorletzte Veranstaltung Transformer im Muffatwerk in München. Herzlich willkommen. Ich bin der Jörg Seewald, aber die hinter mir sind, das ist eine der besten Bands in ganz Deutschland, ach weltweit. Das ist die Whiskey Foundation und ich kann es gar nicht fassen, dass ich jetzt Live-Musik hören darf. Ich habe ein irres Privileg. Ich hätte wahrscheinlich so viel Geld gezahlt, dass ich überhaupt hier dabei sein darf als kleines Mäuschen und jetzt darf ich hier unter euch stehen. Herzlich willkommen bei Servus, danke für die warmen Worte. Ich bin ein richtig glücklicher Mensch. Also ich habe es eben schon mal gesagt, ich fühle mich wie in Takatuka-Land hier. Wahrscheinlich ist es den Leuten da nicht besser gegangen, als mir jetzt gerade hier zwischen euch stehen zu dürfen. Und da draußen den Leuten ein bisschen noch die Zeit zu klauen, bis ihr anfangt zu spielen, rede ich nämlich mit euch. Und ich will wissen, alles wissen, wie ihr euch jetzt gerade fühlt. Vorab, es ist hier kein Privileg, dass ich nur mit drei Leuten spreche. Zwei haben kein Mikrofon und wegen Corona-Maßnahmen darf ich mein Mikrofon nicht manchen unter die Nase halten. Aber ich fange einfach gleich mit dir an, Juli. Du, sehr gern, servus Jörg. Der von mir sehr, sehr geschätzte Tastenmann, der Ray Manzarek, wenn man den Durst-Vergleich mal schlagen will, der Whiskey Foundation. Wie sehr hast du dich darauf gefreut, jetzt endlich wieder live spielen zu dürfen heute? Ja, sehr in der Tat. Also wir haben jetzt, ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr hinter uns, ohne ein einziges Konzert gespielt zu haben. Das lag jetzt tatsächlich nicht nur an Corona. Also wir haben, glaube ich, die letzte Show tatsächlich Ende Dezember im Strom gespielt. Und hatten dann sowieso ein bisschen Pause eingeplant, weil wir ein neues Album schreiben, sind auch nach wie vor noch am Produzieren. Genau, und dann so April hätten wir dann den ersten Gig doch nochmal gehabt und es wäre dann so weitergegangen bis ungefähr September, aber ja, ist aber natürlich zu 90% wie sehr freust du dich? Mach mal einen Vergleich. Wie sehr freust du dich, dass du riesig. Wieder, ich freue mich riesig, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen. Vergleich? Ein Vergleich, ja. Ich komme gleich zu dir zurück. Gleich alles klar. Weiß Murat mehr, aber zu dem Thema zu sagen. Hey Murat, schön dich zu sehen und gleich auch zu hören. Oh, diese Wahnsinnsstimme. Was tust du eigentlich dafür? Hast du jetzt in Corona-Zeiten dann noch mehr mit Whisky gegurgelt? Oder? Hey, eigentlich haben wir da fast gar nichts getrunken, ganz ehrlich, aber... Ja, ab und zu ist natürlich schon ein bisschen was geflossen, aber wie sehr im Grunde haben wir eigentlich nur unser Album gemacht und viel gesungen. Leider rauche ich viel noch, deswegen wahrscheinlich. Wie sehr hast du dich darauf gefreut, dass ihr heute wieder hier live spielen könnt? Es ist ein ganz, ganz verrücktes Gefühl. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich denken soll, weil es irgendwie so komisch ist. Kein Publikum, aber trotzdem spielen live. Also schön. Ich glaube, wir machen es wie bei diesen Fußballspielen, wo, glaube ich, auch das Publikum von Werder Bremen nur aus 10 Leuten, aber die haben geklungen wie 10.000, weil die einfach so laut gelärmt haben. Das machen wir gleich auch beim Konzert, ich schwöre. Genau. Was hast du denn gemacht jetzt? Also ihr wart im Studio oder auch teilweise nicht im Studio wegen Corona-Schutzmaßnahmen, aber ihr habt am neuen Album gearbeitet. Und hören wir was da draus heute? Das ist eine kleine Überraschung, aber vielleicht. Vielleicht. Ja, doch. Peut-être. Pascal, du hast auch Mikrofon. Jörg, ja, genau. Genau. Wie sehr hast du dich gefreut, heute wieder spielen zu dürfen? Sag's mir. Ich habe mich wirklich total gefreut, jetzt hier gerade zu stehen. Es fühlt sich super surreal an. Es ist total komisch, hier in der Halle zu stehen ohne Leute. Und wir unterhalten uns hier mit Mikrofonen über 2 Meter Entfernung. Aber es ist lustig. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe Bock. Ja? Es kann losgehen, ja. Ja, genau. Ja, und du kannst jetzt gar nicht sagen, wie sehr du dich freust, weil du hast... Ah, ganz viele Mikros, ja genau. Also, lieber Janis, wie sehr hast du dich gefreut, wieder jetzt endlich live spielen zu dürfen? Ich habe heute Morgen aufgewacht und habe mich sehr gefreut. Und jetzt gerade zittern dir die Finger, oder? Jetzt will ich nur noch spielen. Jetzt willst du nur noch spielen, genau. Ich würde ja auch ganz gerne darauf zurückkommen, du hast ein traditionsreiches Schlagzeug vor dir stehen, nicht? Das ist von deinem Papa. Das heißt, der hat dir auch Schlagzeugspielen beigebracht. Und sag selber, was ist das für ein Schlagzeug und wie alt ist es? Ja, okay. Es ist ein Gretsch, glaube ich, von 1973 in dem Dreh. Okay. Ein ganz altes Ding. Und also rein theoretisch hätten die Doors noch knapp drauf spielen können, wenn sie gewollt hätten, ja. Sozusagen. Also aus der Zeit, okay. Und das hat er sich gerade selbst um das Mikro gebracht, weil es weitergereicht hat. 5 Meter. Der Mann mit dem buntlosen Bass. Franzl, sag's mir, wie sehr hast du dich gefreut? Dafür bin ich bunt gekleidet. Bunt gekleidet, genau. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich muss auch mich anschließen, ich finde es auch etwas seltsam jetzt, ohne Publikum. Ich glaube, das haben wir nie gemacht vorher. Ein, zwei Mal haben wir schon vor niemandem Echt? Gespielt. Also wir haben ja. Schon mal vor niemandem gespielt, aber nicht vor einer Kamera dann auch noch. Ich
könnt ja jetzt dann gleich weitermachen. Ihr habt ja schon das völlige Gegenteil erlebt. Ihr habt ja auch schon vor 80.000 Leuten im Vorprogramm von AC/DC 2015 auf deren Deutschlandtournee gespielt. Ich glaube, in Köln waren es 80.000 oder so. Ist es heute mehr an Spannung fast als damals, weil man jetzt auf einmal gerade nicht das Rauschen des Publikums hört? Mehr Anspannung, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Das waren schon spezielle Shows, die wir da gespielt haben. Also es war einfach für uns mega ungewohnt, vor so einem riesigen Publikum zu spielen. Insofern war, also bei mir persönlich war die Nervosität da schon nochmal ein bisschen höher. Wobei das auch aus irgendeinem Grund hin und wieder bei winzig kleinen Shows der Fall sein kann, wo fast niemand im Publikum steht. Also so 100% kann man das nicht ausmachen, woran das mit der Aufregung liegt. Aber die ist immer ein bisschen vorhanden, auch heute auf jeden Fall. Also ich glaube, insgesamt habt ihr aber genug Routine jetzt auch für den Auftritt, dass er nicht sagt, ein halbes Jahr Corona-Pause hat uns jetzt aus dem Tritt gebracht und du findest die Tasten nicht mehr, sondern alles ist gut, oder? Mal sehen. Werden wir sehen, ja. Ein bisschen Spannung bleibt. Nein, aber ihr euch gibt es, um das mal ganz kurz zu rekapitulieren, seit 2011 gegründet. Und wer von euch, magst du erzählen, wie es eigentlich war, wie du Murat gefunden hast und wie dann auf einmal die Whisky Foundation komplett war? Oder das, ja, glaube ich, war doch ein ganz denkwürdiger Augenblick auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Murat, ich weiß nicht gar nicht mehr genau, irgendwann nachts mal, irgendwo hat er gearbeitet als Türsteher, glaube ich sogar. Und dann hat er seine Mutter Monika dabei gehabt und hat dann immer einen abgeblust und ja, fand's cool. Silencer mit Mundharmonika. Ja, Silencer mit Mundharmonika, was die sich gedacht haben bei dem Laden. Da haben wir uns oft gesehen im Tommy-Café. Der Tommy-Café, ja. Die anderen Jungs kannte ich noch gar nicht. Die haben mich mal eingeladen zu einer Session. Okay. Wollten alle irgendwie ein bisschen Blues spielen, waren auf dem Modus in dem Moment. Ja. Und ja, dann haben wir uns getroffen und es war cool. Jetzt stehen wir hier. Welche Gitarre spielst du, bevor ich zu seinen Mundharmonikas komme? Das ist eine Fender Stratocaster von 90er Jahre irgendwann, ja. Und hat den geilsten Sound, oder? Die hat einen schönen Sound, ja. Ich habe davor, ich weiß nicht, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ja, immer ein bisschen eher eine Hollowbody gespielt, aber das ist jetzt einfach mal eine andere Facette, eine Gitarre, die ich so vorher jetzt noch nicht viel gespielt hatte, aber die jetzt auch noch mal ein bisschen andere Sounds auch reinbringt. Ja, ich meine, bei vielen Konzerten sieht man ja, der Gitarrist lässt sich dann immer zu jedem Stück eine neue Gitarre reichen. Ja, ist bei dir nicht nötig, weil du sagst, die eine macht den geilen Sound auch für alle Stücke. Da muss ich jetzt nicht den anderen... Ja, muss nicht sein. Alles kann, nichts muss. So. Großartig. Gutes Motto. Ja. Komm ich zu dir, Murat. Ich bin ja ein bekennender Fan, nicht nur deines Gesangs, der einzigartig ist und mir jedes Mal Gänsehaut bereitet. Du hast ja auch eine kleine Sammlung von Mundharmonikas da und dein Mundharmonikaspiel ist natürlich fast genauso gut, wenn nicht noch besser, wie dein Gesang und deswegen... Großartig. Das war jetzt was für eine, welche Tonart war? Ist es deine häufigst genutzte sozusagen? Oder? Die wird oft genutzt, ja, D und... A wird sehr oft bei uns genutzt. Deswegen auch auf der Setlist die D, F und A, die dahinter in Klammern stehen. Damit hier nichts. Weil ich kann schon sehen, was heute kommen wird. Wer meine Sendung gehört hat bei Ego FM, der weiß, Drunken Monkeys habe ich am Mittwoch gespielt. Ich wusste es nicht, aber ich hatte gehofft, dass es heute dabei ist. Und es ist dabei. Das, so viel darf ich dann schon vielleicht machen. Vielleicht eine kleine Überraschung für dich noch. Dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann kommen wir nochmal zu dir. Weil wir haben im Vorab... ich weiß nicht, welches Mal ich hier gerade getreten bin. Wir wollten ein bisschen dein Equipment auch mal erklären, weil du hast jetzt hier nicht nur ein Korg-Piano. Wie alt ist das? Das klingt irgendwie auch wie 80er Jahre. Korg ist der Name der meisten Pianos und Synthesizer in den 80ern gewesen, oder? Ja, also es ist kein Synthi und auch kein Piano, es ist eine Orgel tatsächlich, eine analoge Orgel. Die ist, glaube ich, erschienen so 79, ist die, glaube ich, das erste Mal auf den Markt gekommen. Genau, das ist eine schöne analoge Orgel, die hat einen schönen, warmen, sehr klaren Sound. Kannst du mal ganz kurz so ein bisschen von dem warmen, klaren Sound für uns spielen? Ja, machen wir mal kurz den Vergleich. Du darfst gleich auch noch trommeln, ja. Ja, nur für die Demonstration. Genau, was ich mit dem Sound vorab sagen wollte, so klingt sie jetzt aufgrund des Verstärkers, da kommen wir gleich noch zu. Wenn die quasi, sagen wir mal, clean direkt in eine Anlage reingeht, dann klingt sie anders. Dann klingt sie noch viel dünner, so ein bisschen stechend fast. Womit wir genau bei dem entscheidenden Teil quasi des Instruments wären. Also die
gibt quasi dieses Signal ab an diesen Vorverstärker hier unten. Und von da geht es weiter in diesen Leslie-Verstärker. Also der ist eigentlich für den Sound, den wir größtenteils oder den ich größtenteils in dieser Kombo spiele, sehr entscheidend. Das ist, ich weiß nicht, wann das Ding erfunden wurde. Ich glaube, so in den 40er, 50er Jahren kamen ungefähr die ersten auf den Markt. Wurde auch von dem Hammond-Erfinder, also von der Hammond-Orgel schlechthin, erstmal komplett abgelehnt. Der war überhaupt nicht begeistert von dieser Idee, sodass der Don Leslie sich quasi erstmal selbstständig gemacht hat und das irgendwie dann direkt an die Musiker versucht hat zu verkaufen. Genau, und ja, das Spezielle daran ist ganz einfach, dass sich die Speaker da drin drehen. Okay. Also das Signal geht in den Amp rein und kommt hier oben in einem dieser zwei Hörner, da sind zwei Hörner, die so in die entgegengesetzten Richtungen schauen, wieder raus. Die drehen sich entweder so, wie es jetzt gerade eingestellt ist, langsam. Kann man mal demonstrieren. Und das lässt sich variieren auf diesen Sound. Genau. Also das ist irgendwas zwischen Baptistenkirche und Psychedelic Sound, oder? Das hast du gesagt. Genau, das, also oben ist dieses Horn, das sind diese zwei Hörner, wobei nur aus einem was rauskommt, das andere ist einfach nur ein Gegengewicht. Und unten ist quasi ein Speaker, der ein sehr großer Bass-Speaker, der von oben nach unten schaut und in eine Holztrommel reinstrahlt. Und die verteilt den Sound dann auch nochmal ringsrum. Und ja, die laufen auch noch unterschiedlich schnell, vor allem dieser Wechsel von schnell auf langsam gibt einfach dann so einen ganz speziellen, sehr räumlichen Sound. Und wie hast du das bekommen? Wird das ganz normal heute noch so hergestellt oder hast du das irgendwie Secondhand vom... Ja, jetzt wird es peinlich. Das ist nämlich in dem Fall tatsächlich eine Leihgabe. Die haben wir uns jetzt für die Studioaufnahmen ausgeliehen, dieses Gerät. Also ich habe selber auch einen, beziehungsweise eigentlich gehört er dem Franz und mir zusammen. Er gehört uns beiden. Er gehört uns beiden, genau. Okay, so der ist aber ein bisschen kleiner, hat nicht ganz so die Leistung und deswegen haben wir uns jetzt für die Aufnahmen den nochmal ausgeliehen. Also schon was Besonderes. Und nach gibt es schon nach wie vor noch, aber den wird man jetzt so definitiv nicht mehr kaufen können. Also schon sehr lange großartig. Nicht mehr. Und da komme ich natürlich in meine alten Durst-Vergleichsfrage. Also ich persönlich sage ja, ich fühle mich als total glücklicher Mensch, weil ich, seit ich euch kenne und euren Sound gehört habe, denke ich, wenn es die Durst heute noch geben würde und sie wäre noch so gut wie damals, was ja viele Bands dann irgendwann nicht mehr sind, dann würden sie wahrscheinlich ziemlich annähernd so klingen wie die Whiskey Foundation. Hätten die Doors damals oder haben die damals auch damit gearbeitet? Ist das eine Reminiszenz oder eigentlich eher nicht? Die haben damit auch gearbeitet, aber tatsächlich gerade für die Zeit der 60er Jahre relativ wenig. Also einer der markanten Sounds von den Doors war eben dieser eher klare, stechende Orgelsound. Der hatte auch eine andere Orgel, keine B3, was jetzt so eben diese klassische Hammond ist, sondern eine Vox Continental war das, glaube ich, und die hat eben nochmal ein bisschen brillanteren Sound, aber eben nicht diesen Raum. Welche Bands haben damit vor allen Dingen gearbeitet? Woher könnte man die kennen? Also wenn man sehr viele. Also es wird bis heute auch in der Popmusik werden die Dinger verwendet. Zwar dann teilweise eher so als digitales Plugin, was ich finde gerade live, aber auch für Aufnahmen schwierig ist, da wirklich was Vergleichbares hinzubekommen. Aber sonst hört man bei Santana, das hört man bei Jimi Hendrix, wenn er mal einen Organisten dabei hat. Wrong Explosion. Genau, um noch eine Band aus München, aus der heutigen Zeit zu nennen. Genau, der ist auch ein Pionier fast schon an der Orgel, würde ich behaupten, der Hansi. Ja, also wirklich gerade 60er, 70er Jahre kam dieser Orgelsound gerade mit diesem Leslie oder mit dieser Art von Leslies hoch. Deep Purple, auch ein sehr markantes Beispiel. Also ich habe ja den Eindruck, ihr habt euch jetzt ja auch weiterentwickelt. Also ihr habt drei Alben gemacht. Das erste war, was ich von mir immer noch super, super geschätzt, euer Debütalbum Take a Walk. 2013, glaube ich, ist das rausgekommen. 2015 die Mood Machine, Hammeralbum. Dann Blues and Bliss, 2017. Und jetzt wartet man ja händeringend quasi, dass ihr endlich wieder eins gebärt. Und wenn ich eure Entwicklung verfolge, werdet ihr psychedelischer so ein bisschen. Und dieses Jam-Element tritt fast mehr in den Vordergrund, oder nicht? Oder? Weißt du nicht? Weiß ich nicht ganz. Dann lass mich überraschen. Vielleicht wird auch funkiger. Du hast ja noch dein Juicy Proof-Ding. So, jetzt würde ich, weil so langsam meine Zeit abläuft,
euch bitten, nochmal so eine kleine Kostprobe. Vielleicht könnt ihr auch, ich mache jetzt dann vielleicht sogar schon so eine Art kleine Abmoderation, dass ihr so Stück für Stück anfangt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das, meistens fängt der Rhythmus ja an, also dass man sagt, erst der Bass, dann kommt das Schlagzeug und dann alle anderen und dann so langsam euch eingroovt auf das erste Stück, was ihr heute spielen wollt. Okay. Das wäre vielleicht einfach so, dass man so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen, also was sonst so in der Zugabenteil oder mittendrin, wenn dann jeder zeigen kann, was er so drauf hat, dass wir das aber heute als Intro einfach nehmen und ihr euch dann so langsam, ich weiß, ich überrasche euch jetzt gerade damit, ihr seid, aber ich glaube, es funktioniert, oder? Ja, ich überlege jetzt gerade, ob wir tatsächlich den ersten Song nehmen, weil das wird natürlich schon ein bisschen was vorwegnehmen. Oder ihr könnt ja einen anderen Song von euch nehmen, den rein improvisieren, den dann abbrechen und dann in den ersten Song übergehen. Machen wir es einfach so. Also wenn ihr so eine Jam-Nummer habt, wo ihr immer eure im Proberaum mit anfangt, fände ich das ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also, ja. Aber ich würde sagen, die Rhythm Twins fangen an sozusagen und der Bund los. Bitte? Ja, genau, aber fangt so langsam, dass wir die Schlagzeug einfach jammt ein bisschen. Alright. Ich selber, Jörg Seewald, verabschiede mich hier. Kleiner Appell an alle euch da draußen. Das alles war jetzt for free, aber wenn ihr die Musiker hören wollt, dann solltet ihr euch vielleicht dieses 5-Euro-Ticket sehen, hier gleich auf der Homepage vom Hofer-Hartwerk Transformer. Einfach als Solidaritätsbeitrag. Jeder kann es natürlich auch frei hören. Es wäre nur ganz nett sozusagen. Und ich freue mich. Wie ein Schnitzel sage ich nicht mehr, seit Tönnies ist für mich Fleisch erledigt. Aber ich freue mich riesig, dass ich euch jetzt hier so exklusiv hören kann. Und ich hoffe, dass es der Auftakt ist, langsam in wieder eine Normalität, wo wir alle wieder Live-Musik hören können. Noch für alle da draußen gestreamt, aber ich habe jetzt schon Gänsehaut, schaut her. Also jetzt geht's los. Danke. Spaß. So, jetzt ist die Frage, Jam. Legen wir einfach los. Ja, voll. Der Song baut sich eh sehr schön auf. Ist auch ein neuer Song übrigens. Und let's ride. Are you ready, Munich?
but don't you lose your cool. Im World Wide Web. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind der Whiskey Foundation. The next song called Complain. Need nobody, no shelter. Rain falls through my heart. The moon's my tender heart. Just many ways we could try. I'm not a drink good for nothing. Lost my wallet, my checking, my skin. I'm not a drink for her good. Oh, here's my dogs, do I spin? What should I complain? Anyway, no one cares about it, how should I remain? If I don't know how to break out, look at these guys, how they bluffing. The way they act ain't no good. Look at these people, how they're suffering. But I don't act how I should. What should they complain? Our tender's leaving the night went by. We go on and try as we are breathing. It's time to say hello. Oh,
Ich hoffe, es geht euch da draußen auf der Couch, im Internet auch sehr gut, Leute. Wir sind die Whiskey Foundation. Und danke euch, dass ihr alle hier klatscht, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, aber es, von niemandem also zu spielen. Ich muss sagen, es macht tatsächlich richtig Bock. Aber es macht Endbock, ja. Du, wir unterbrechen uns immer gegenseitig. Ja, an der Stelle würde ich jetzt meistens erwähnen, wo im Raum sich der Merch befindet. Das ist heute natürlich überflüssig. Aber wir sind trotz unserer bisschen altbackenen Musik auch im digitalen Zeitalter angekommen und haben einen Online-Shop. Also wenn ihr Interesse an Platten, Shirts und was es da so gibt habt, dann schaut mal rein, thewhiskeyfoundation.de/store wahrscheinlich. Genau, und der nächste Song, den wir spielen, heißt Unspoken Dreams, ist auf unserer aktuellsten, mittlerweile auch schon 3 Jahre alten Scheibe, Blues and Bliss. Enjoy. Unspoken dream sound.
sweet unspoken dream, what do you mean? Can we dream together in this town? New unspoken dream, let's try you. There are only a few that come true. Vielen Dank euch. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Also der Jörg hat, ja, jetzt wollte ich gerade ernst werden, Franz. Dann funkst du mir so dazwischen. Der Jörg hat es schon erwähnt, es gibt ja auch, also der Stream heute ist ja kostenlos, aber es gibt die Möglichkeit, so ein Kulturticket zu kaufen für 5 Euro, soweit ich weiß. Und wenn jemand irgendwie was locker hat, dann würde ich ihm empfehlen, das zu tun. Nee, um die generelle Situation so ein bisschen anzusprechen, also ja, die letzten Monate waren irgendwie wahrscheinlich für uns alle irgendwie in verschiedensterlei Hinsicht problematisch. So langsam normalisiert sich wieder einiges so ein bisschen, aber was man gefühlt hat, was ich das Gefühl habe, was so ein bisschen auch bei diesen ganzen politischen Rettungspaketen, die da jetzt so organisiert wurden, so ein bisschen hinten runterfällt, ist tatsächlich nach wie vor die Veranstaltungswirtschaft. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt uns als Musiker, die wir hier auf der Bühne stehen, sondern auch die mindestens genauso zahlreichen Leute, die immer bei solchen Events drumherum arbeiten. Das reicht vom Stage-End bis zum hochausgebildeten Bühnentechniker, die einfach seit vielen, vielen Wochen und Monaten keinen Job mehr haben und keine Ahnung haben, wann das wieder losgeht. Insofern, ja, ist so ein Kulturausgleich oder so ein Spendenausgleich, wie er heute zu leisten, wäre keine schlechte Option, aber vielleicht müsste man da politisch auch noch mal ein bisschen nachjustieren, als kleinen Appell für den Fall, dass das irgendjemand hört, den es interessieren könnte. Danke. Recht hat er.
Vielen Dank. Secrets in einer kleinen anderen Version. Ihr könnt es ja mal zu Hause anhören. Danke. Auch eine kleine andere Version von einem sehr, sehr schönen Song. His pirates and beauties, everybody come. Yes, we have a lot of fun. And my baby was growling. Yes, because I'm wrong with our doors. Oh, yes, we run to the dark side of the moon. All right, people. Drinking monkeys under the sun, playing with a golden run. Give pirates beauties, everybody come. Yes, we have a lot of fun. Auf der Couch zu Hause oder unterwegs, die auf ihr Handy schauen, schaut doch mal auf www.whiskeyfoundation.de. Da könnt ihr auch ganz viele Vinyls, CDs, T-Shirts, Whiskygläser, alles Mögliche bestellen bei uns. Und damit würde ihr auch sehr, sehr helfen, natürlich. Weil wir können nicht so viele Konzerte spielen gerade im Moment. Wäre geil. Wenn nicht, genießt es einfach jetzt. Dann spielen wir jetzt einen neuen Song für euch. Bock auf einen neuen Song! Alright, meine Freunde. Der nächste Song heißt Waterfall.
way to unknown places. He's going its way, making me follow day by day. I crush all those tears and I get to know some of noch so schwitze wie jetzt. Richtig krass. Aber dafür ist der nächste Song perfekt. Summer Rain. When the work is done and
winter is gone. How many times do you need to understand? When it's over, we're waiting again for the summer rain. It's when the snow is gone. When the good times come, now we wait for the summer. When the work is done and the winter is gone, how many times do you need to understand? The life is good, yeah. Oh! Wer es noch nicht kennt von zu Hause aus, der nächste Song heißt Two Like Hugging Ladies.
Let's do it wild. Yes, I walk in the rain last night. Keep my soul pain all the time. Oh yes, as it's cold outside and I'm ready for the fight. I said, do you like cooking and do you like it with me? Right away to the jungle ball. Yes, on a magic carpet ride. Oh yes. Do you like talking and do you like kissing? Do you like cat with me? And I say, hey, yeah. And I say, oh, oh. And I say, yeah, yeah. And I say, oh, oh, oh.
Danke euch. Schön, dass ihr da wart. An alle Leute, die gerade zu Hause sind, hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf einem Live-Konzert. Kommt alle vorbei. Bald kann man wieder Tickets von uns kaufen. Wir freuen uns. Danke, dass ihr uns alle hier hattet. Danke euch. Und danke euch da draußen. Peace and love. Wünsche euch was.